Oh Mann, was ist denn hier jetzt los? Wir müssen in den Skywhale M688. Das ist nicht der richtige Container. Falscher Container. M688. Nein, der hier hilft uns auch nicht. Wir müssen in den Skywhale M688. Ach, halt die Klappe! Das ist nicht der richtige Container. Falscher Container. Atlantic Skywhale M688. Hier. Und nun? Wo bist du, Junge? Wir müssen ihn finden. Ja. Okay. Schlafbehälter. In einem davon könnte James sein. Wir sollten uns umschauen. So, also zwischen jetzt und vorhin habe ich einen Tag Pause, weil ich habe kurz aufgehört gehabt, weil wegen, ja, ich wollte Zeitmangel und so. Wie lange weißt du das schon? Seit ein paar Monaten. Geahnt habe ich es schon länger. Wieso hast du mir nichts davon erzählt? Ich weiß nicht. Ich hatte Angst. Wovor? Dass du mich verlässt. Du hättest mich doch gehasst. Hä? Ja, vielleicht. Tut mir leid. Was wollte ich sagen? Ich muss James und Tracy finden. Wen haben wir denn da? Dieses Bild. Hast du ihn gefunden? Nein. Also ich spüre, also wir kommen bestimmt bald am Ende. Ich weiß es jetzt nicht, aber vielleicht ist es ja so. Ich bin mir sicher, dass sie hier irgendwo sind. Transportbilder sind eigentlich. Ja, ich hatte ein bisschen Zeitmangel und ich wollte mich nicht so hetzen. Deswegen habe ich jetzt doch nochmal einen Tag Pause eingelegt. Eigentlich wollte ich das gestern durchspielen. Wenn meine Vermutung wirklich so stimmt. Uns läuft die Zeit, das ist ja auch nicht. Wenn meine Vermutung stimmt. Haben wir irgendwo, haben wir einen Computer oder sonst was? James, wir müssen ihn finden. Ja. Da ist auch keiner dran. Haben wir irgendwo einen Computer, wo wir gucken können, welcher Behälter er ist? Mal da hoch. Ich muss James und Tracy finden.
Ja, das ist mir schon klar, Richard, aber... Warte mal. Ah, da hinten ist einer. Vielleicht steht da irgendwas. Übrigens, ja, wieder 8 Uhr, irgendwas 30. So, Bestand A. Wann ist hier und dann nein. Wo war der denn jetzt? Wo war der jetzt? Der Computer? Warte mal, da vorne bei der Treppe. Karrig. So. Alphabet. Ja, dann ist es ja das. Ah, ich bin so dumm. Ah, sorry. Wie gesagt, wir haben schon voll früh und ich trinke gerade erst nebenbei meinen ersten Kaffee. Ich hatte ihn noch nicht. Uiuiui. Ich bin so dumm. Ich bin so dumm. So. Entweder unter James oder unter Nolan, aber da haben wir den halt hier abgedeckt. Da! Hier. Ich habe James gefunden. QR-Code! Was ist? Erkennst du ihn nicht? Doch, aber ich bin nicht sicher, ob ich noch weiß, wer das ist. Dein Sohn? Ja, was machen wir jetzt mit ihm? Jetzt haben wir ihn. Da! Tracy! Da vorne liegt Tracy. Sie sieht friedlich aus. Ja. Wie tot. Guck mich nicht so an. Du würdest dich doch freuen. Sag sowas nicht. Tracy, wie konntest du das tun? Ich hol dich da raus, ja. Ich hol euch beide da raus. Du hast recht. Ich muss James da rausholen. Egal, was sie mit ihm gemacht haben. Nur wie? Wir können die beiden nicht tragen. Und selbst wenn... Wir haben noch ein größeres Problem. Breakpoint. Wenn sie die Server von City 5 finden, sind Tracy und James verloren. Wir müssen es irgendwie zum Hauptquartier von Breakpoint schaffen. Die werden uns umbringen. Vielleicht können wir verhandeln. Offenbar können sie sich hochladen. Vielleicht können sie auch Leute runterladen. Und Tracy und James? Wir müssen sie am Flughafen lassen. Irgendwas fällt uns schon ein.
Dämonismus. Oh Gott, was ist denn hier los? Das ist Krieg. Ausnahmezustand. Breakpoint macht ernst. Was machen wir jetzt? Hier draußen halten wir keine Stunde durch. Die alten U-Bahn-Schächte. Das schaffen wir nicht, Richard. Es ist unsere einzige Chance. Komm jetzt. Ah, alle. Alle mal. Hm. Warte mal, ich höre hier gerade Labello und so. Ich habe ganz schön kaputte Lippen. Boah. Ey, solche Szenen wie eben das mit dem Flugzeug, ne? Die würden so geil aussehen, wenn mein Monitor nicht so fucking dreckig wäre und bei jedem hellen, leuchtenden Schein irgendwie so Dreck erscheinen würde. Boah. Halt die Klappe. Ein digitaler Faschismus hat Macht über unser Leben gewonnen. Das ist zu extrem. Ist der Tod. Oh Gott. Na los, komm! Das ist zu extrem, Leute! Und jetzt? Wie finden wir diese Leute? Ich weiß nur, dass sie sich irgendwo in den U-Bahn-Tunneln verstecken. Die sind nicht gerade klein. Wohlstand und Glück verheißen. Gebracht hat sie uns zur Elendung, ein Klassenkampf, Rassismus. Sie hat die Lebenserwartung derer, die es sich leisten können, stark erhöht. Aber um den Preis der Destabilisierung. Scheiße. Ich hab nicht mal aufgepasst, wo sollte ich denn jetzt hin? Und den Verlust der menschlichen Würde. Die Digitalität demütigt den Menschen. Sie entwertet den Humanismus, verleugnet die Realität. Sie vernichtet die Natur, auf die wir angewiesen sind. Cyborgisierung, Nanogenetik und AI spalten uns. Vielleicht meinen die das Richtige auch gut und. Ach, da hinten. Und so. Aber es ist so extrem! Da! Seid doch bescheuert! Breakpoint. Hier müssen sie durchgekommen sein. Tür. Mann, Eingang. Zutritt verboten. Mist. Da komme ich nicht durch. Abgeschlossen. Das lass meine Sorge sein. Eine komische Mikrofonkonstruktion. Ich muss aber aufpassen, ich habe nämlich gestern schon angefangen zu schneiden, habe ich nämlich gemerkt, dass ich teilweise so. Das Zeichen dort. Das habe ich in Walters Notizen gesehen. Walter, du bist ein Genie. Also runter in die Kanalisation. Dass ich so ins Mikrofon so teilweise reinpuste, wenn ich rede, und es tut mir voll leid. Ich versuche das jetzt irgendwie zu vermeiden. Aber, ja. Entschuldigung. Ah. So dann. Oh, es ist ja spannend hier. Hintergrund Berlin, 17. Januar. Verdammt. Dieses Cloud-Call-Modul lässt sich nicht aktivieren. Was willst du denn jetzt von deinem Hausroboter? Er muss uns die Kryobehälter von James und Tracy bringen. Wir brauchen ihre Körper. Dein Bot soll dir also helfen. Er heißt Simon. Ja, mein Bot Simon ist super. Und ich finde es super, dass er jetzt. Wie kommen wir darüber? Ich weiß es. Und ich finde es super, dass er sagt. Ist das Zeichen wieder? Sie klemmt. Ich finde es super, dass er sagt, dass der Name Simon ist. Oh, mein Fresse, Alter. Ah. Ganz schön laut! Das könnte auch Blut sein. So. Ich muss mich daran erinnern. Was machst du denn da? Wenn die Credits kommen.
ich muss wissen, wer die Stimme von Ihmchen ist, von Charlie, weil ich bin mir sicher, es ist der Gronkh, aber ich habe Angst, dass ich mich jetzt blamiert habe. Und der eine da, ich habe den Namen vergessen. Bleib du am besten hier beim Schalter. Ich schaue mir das mal an. Oh, Charakterwechsel? Versuch's nochmal. Da. Wechsel. Benutzen. Ah. Geht es jetzt? Ah, scheiße. Oh. Oh ja, das Problem ist, ich muss nur mal gucken bei der Tastatur, wo was ist. Ich kann das nur so... Stay away? Ich kann das nur so ein paar Buchstaben irgendwo locaten, aber nicht alle. Ja, deswegen muss ich gerade gucken, wo das Y denn ist. Ah! Hast du Angst? Vom Sterben meinst du? Na klar habe ich Angst. Ich bin da, okay? Ich bin bei dir. Lass uns versuchen, es bis zu Breakpoint zu schaffen. Vielleicht können sie dir helfen. Hör auf damit. Ich bin froh, wenn sie dir helfen. Ich weiß nicht, ob ich mir das wünsche. Er ist gefährlich, verstehst du? James? Eine Super-KI, die sich rapide weiterentwickelt. Umso mehr braucht er den richtigen Vater. Das ist so wahr. Danke, Lydia. Dass ihr zwar eine Affäre habt, ne, das finde ich immer noch uncool, ne, aber die ist wirklich, die ist voll in Ordnung. Da. Gott. Vielleicht kann der Bot uns helfen, Simon zu erreichen. Hey, kannst du mich hören? Laut und deutlich, Sir. Ich muss meinen Bot erreichen. Kannst du uns helfen? Ihr könnt mein System nutzen, um auf das Bot-Network zuzugreifen. Hier. Nehmt meine Transmitter. Platziert den einen hier im Raum und den anderen so nah wie möglich an der Oberfläche. Dann sollte das Signal zur Kontaktaufnahme ausreichen. Danke. Der ist jetzt viel netter zu dem Bot. Geht das? Ist das in Ordnung? Platziert den einen hier im Raum und den anderen so nah wie möglich an der Oberfläche. Okay. Lydia. Du machst das, ne? Hier oben. Auch wenn ich gerade nervös werde. Hey, super. Das Signal ist noch zu schwach. Noch zu schwach? Warte. Hier ist wahrscheinlich besser, ne? Das Signal wird besser. Reicht das schon oder muss ich jetzt erstmal gucken bei Richard? Nee. Nee, ich glaube nicht. Das weiß. Optimale Signalstärke. Echt jetzt? Position bei. Okay, hier ist die ID von meinem Base 5. Kannst du eine Verbindung herstellen? Simon, ich bin's. Mr. Nolan? Sie verwenden eine illegale ID. Ich werde gesucht, Simon. Das weiß ich, Sir. Eine forensische Abteilung ist bereits hier gewesen und hat mein Gedächtnis ausgelesen. Natürlich. Es tut mir leid, aber ich konnte nichts dagegen unternehmen. Spielt keine Rolle. Du musst mir helfen, Simon. Jetzt sofort. Ich habe Tracy und James gefunden.
Sie liegen in Kryoschlafbehältern am Mobility Port. Im Kryoschlaf? Dann haben Sie sich als Kolonisten gemeldet? Sind Sie sicher, dass... Du musst sie uns herbringen. Kannst du das? Wohin bringen, Sir? Ich schicke dir Koordinaten. Es ist gegen das Gesetz. Das Gesetz ist falsch. Das ist ein gefährlicher Gedanke. Es ist ein menschlicher Gedanke. Man wird mich sofort aufhalten. Ich habe dir eine illegale ID geschickt. Ich muss darüber nachdenken, Sir. Simon, bitte. Bitte. Was ist mit dir los? Bitte, Simon. Ich verstehe Tracy jetzt. Er will schon einen Körper, der verfällt. Halt durch, Lydia. Wir finden eine Lösung für dich. Vom eigenen Mann betrogen werden mit einer Jüngeren. Hör auf damit. Ich würde auch einen Neuanfang machen, wenn ich könnte. Hör einfach auf, okay? Komm. Ja, das kommt auch noch hinzu. Eine Jüngere. Dalan. Und ich habe immer mehr Sympathie mit Lydia. Also ich habe die nie gehasst. Ich habe nur die Tatsache gehasst, dass sie sich wirklich für eine Affäre quasi, ich sage jetzt mal, hinablässt. Also ja, Liebe hin oder her, ich würde nie im Leben eine Affäre mit jemandem... Vielleicht liegt es auch daran, dass ich nie in der Situation war oder so, ne? Aber nee, es ist nicht so wirklich... Nein. Da hinten kommen wir nicht durch. Aber das ist die richtige Richtung. Ich lass mir was einfallen. Komm, wir müssen einen Lichtschalter finden. Ach echt jetzt? Das ist dein Problem? Das ist doch nur ein blödes Gitterchen. Kannst du das nicht einfach einrammen? Ich bin immer noch ein Fan von absoluter brachialer Gewalt. Let's go. Kam ich von daher? Ja, ne? Lichtschalter. Dann stolpern wir ja noch über irgendetwas.